Willkommen zu einem neuen Video und einem Thema, das dich vielleicht schon längst betrifft oder eventuell mal betreffen wird, und zwar der Wohnungsmangel. Und dazu hat Daisy ein sehr gutes Video gemacht, und zwar Berlins Wohnkrise, warum die Hauptstadt verloren ist. Ich denke, dass viele von euch dieses Video kennen, in dem eine Wohnung vermietet worden ist und so viele Leute sich daraufhin beworben haben, dass sich diese Schlange gebildet hat. Ähnlich auch in Stuttgart, viele Bauträger sind pleite, Wohnungsmangel, übertrieben teure Preise für eine Mietwohnung. Und da wollen wir nicht nochmal die ganzen Nebenkosten und Strom und alles dazu zählen. Warum das Ganze so ist und wie die Zukunftsprognose ist, sehen wir jetzt in diesem Video. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung und Erfahrungen zu diesem Thema. Originalvideos wie immer unten in der Beschreibung. Ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann gehen wir mal rein ins Video. Leute, irgendwas läuft hier gewaltig falsch beim Wohnungsmarkt in Berlin. Die Wohnungsnot wird zu einem der größten sozialen Probleme dieses Landes. Du findest keine Wohnung. Du findest einfach keine Wohnung. Wie schaffen es Leute in Berlin, diese großen, tollen neuen Wohnungen zu finden? Ich bin nämlich derzeit auf Wohnungssuche in Berlin und was hier abgeht, ist einfach absurd. Ja, ich habe da auch letztens was gesehen. War das in Norwegen? Da werden so richtig kleine Baby-Mini-Apartments gebaut. Ähnlich wie es auch in Japan schon passiert, nur noch viel kleiner. Und teilweise halt auch so, dass du teilweise gar kein Licht hast, es super dunkel ist. Du eigentlich nur dort leben kannst, um zu schlafen. Aber ich glaube leider, dass es einfach die Zukunft ist. Wohnungsmangel. Es gibt so viele Bauträger, die pleite gehen, wo Leute Wohnungen gekauft haben, die einfach nicht fertig werden. Und es gibt einfach zu viele Menschen. Und gerade auch zum Beispiel in Stuttgart, das ist so, Stuttgart ist halt einfach auch im Ballungszentrum, kannst du es vergessen, Stuttgart ist auch eine Arbeiterstadt, das heißt viele, die halt hier arbeiten, wollen ja auch gerne in der Stadt eine Wohnung haben, können sich es teilweise nicht leisten, weil es unfassbar unverhältnismäßig teuer ist, müssen deswegen weit außerhalb ziehen, haben teilweise eine Stunde bis anderthalb Stunden Arbeitsweg. Ja, krass. Wenn hier eine Sache noch begehrter ist als das Berghain, dann sind es die Wohnungen. Jo, das sind Preise. Ich glaube, die sind mittlerweile leider sehr unrealistisch. Ich bin gerade mal seit einem Monat auf der Suche und wirklich schon fast am Ende meiner Kräfte angelangt. Wer in Berlin auf Wohnungssuche gehen muss, der weiß, wie schwierig, um nicht zu sagen, für manchen sogar schlichtweg unmöglich es mittlerweile ist, eine passende Bleibe zu finden. Denn wenn mal eine Anzeige am Tag bei ImmoScout reinkommt, stürzen wir uns alle drauf wie so hungrige Raubtiere und dann ist die Anzeige auch nach wenigen Minuten wieder deaktiviert. Ja krass, diese lange Schlange, ich glaube, das kennt jeder von uns. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist es nicht so, dass du auch als Vermieter gar nicht zu wenig anbieten darfst, weil es einen Mietspiegel gibt? Weil ich habe einen Kollegen, der wollte nämlich gerne eine Wohnung deutlich günstiger vermieten, weil er sagt, hey, schwierige Zeiten, Leute können es sich oft nicht leisten, aber er muss sich an einen gewissen Mietspiegel halten, den man berechnet. Den kann man irgendwie online auch ausrechnen, wo du lebst, wie die Wohnung ist, und dann kriegst du einen Mietspiegel und es muss quasi das sein. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, in den ersten 3 Minuten deine Bewerbung abzuschicken, dann forget it. Und wenn du es versuchst, dich ohne eine ImmoScout Plus Mitgliedschaft zu bewerben, kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Das ist hier nämlich keine Option, sondern eine Bedingung. Ja, aber das ist die Zukunft. Ich sag's euch. Schaffe, schaffe, Häuslebauer war mal. Heute heißt es schaffe, schaffe, Wohnung mieten. Du musst dir die Premium-Mitgliedschaft holen. Ich weiß, alle haben sie, aber gerade weil sie alle haben, bist du auch irgendwo gezwungen, das dir zu holen. Und deswegen ist es eigentlich schon ein richtiger Flex, wenn du überhaupt zu einer Besichtigung eingeladen wirst. Keiner wird mir das glauben, aber ich habe eine Wohnungsbesichtigung. Eine Wohnungsbesichtigung zu kriegen alleine in Berlin ist schon was. Ist schon ein Flex. Du konkurrierst halt jedes Mal mit so locker 2500 Leuten. Das ist actually eine Wohnung, auf die ich mich beworben Gestört. Habe. Gestört. Die wurde auch deaktiviert und trotzdem stürzen wir uns auf alles raus, auf was uns an freien Wohnungen hingeschmissen wird. Und wenn du es endlich geschafft hast, dich bei ImmoScout durchzuboxen und endlich zu einer Besichtigung eingeladen wurdest, dann findest du dich auf einmal auf einer Massenbesichtigung wieder, wo im Minutentakt eine Schar an Menschen rein und rauslaufen, wirklich. Boah, furchtbar, furchtbar, oh mein Gott. Ich meine, es ist ja schon weird, wenn du eine Wohnung anschaust und es kommen danach dann schon Leute, wo du weißt, ah, die wollen die auch, aber bei sowas? 3 Zimmer Wohnung in Berlin. Und dann versuchst du übrigens nochmal gegen all diese Menschen zu konkurrieren. Und aufgrund dieses abnormalen Kampfes um Wohnraum sind die Leute auch bereit, dafür zu zahlen. Genauer gesagt bin ich auf eine Wohnung gestoßen, wo jemand actually 25.000 Euro Ablöse verlangt hat und auch überall fett hingeschrieben hat. Und guess what, Leute? Selbst diese Wohnung wurde nach 30 Minuten aufgrund der hohen Nachfrage deaktiviert. Das Schlimme ist halt, die Vermieter haben halt eine extreme Macht. Ist es nicht auch in Amerika?
Amerika so problematisch, dass teilweise Vermieter direkt die Mieter raushauen können ohne Frist oder sobald mal eine Monatsüberweisung nicht direkt kommt oder man direkt nicht zahlen kann, kannst du direkt gekündigt werden, weswegen so viele Leute von heute auf morgen auf der Straße landen. Ich habe so das Gefühl, wir gehen auch in so eine Richtung, weil du halt einfach die Mieten erhöhst, wie du Bock hast. Und teilweise, wenn es mit diesem Mietspiegel, wie es mein Kollege mir gesagt hat, auch ist, du ja gar nicht die Möglichkeit hast, extrem weit runter zu gehen, dass du sagst, hey, wir haben hier eine Wohnung, die ist für, keine Ahnung, wenn ich es mit Mietspiegel mache, 1000, 1200 und ich möchte sie aber gerne jemanden für 800 anbieten. Geht das nicht? Mietspiegel, Fragezeichen, vielleicht kannst du es mir beantworten. Leute, ich hatte ihr sogar geschrieben, weil ich dachte, okay, vielleicht werde ich die Möbel noch los oder kann sie runterhandeln oder so. Leute, selbst wenn ihr bereit seid, 25.000 Euro zu zahlen, kriegt ihr die Wohnung trotzdem nicht, denn es gibt andere Leute, die ihr wahrscheinlich 30.000 Euro geboten haben. Denn während die einen, und wahrscheinlich trifft das auf halb Deutschland zu, hier nicht mal tot über dem Zaun hängen will, gibt es jährlich die Anzahl einer mittelgroßen Stadt, die hierher zieht. Lasst uns über den Berliner Wohnungsmarkt reden, denn dass das genauso ein Fail wie der Berliner Flughafen wird, war eigentlich vorherzusehen. Ja, und vor allem mit solchen Sachen, dass du irgendwas für 25.000 Euro zahlen musst, damit benachteiligst du wieder die Leute, die es halt nicht haben. Deswegen haben ja auch beispielsweise Länder wie Portugal, auch Beispiel Madeira, jetzt gesagt, dass ab 2024 es nicht mehr möglich ist, extrem viel Steuern zu sparen, sondern der Prozentsatz hochgeht, weil natürlich die ganzen Leute, die Kohle haben, aus dem Ausland kommen, die Preise für Immobilien in die Höhe jagen, weil die natürlich sagen, oh, okay, das ist für 2 Millionen da, gibt einen Interessenten, komm, ich gebe euch 3 Millionen und somit sich auch das einfach Einwohner dort nicht mehr leisten können. Bestes Beispiel, schaut euch mal in London an. London am Hudson River. Wenn du dir mal das anschaust und überlegst, da sind so viel krasse Penthouse-Wohnungen. Da haben wir eine sehr coole Tour gemacht mit einem sehr netten Tourguide. Und der hat gesagt, all diese krassen Wohnungen hier am Hudson River, die stehen leer. Die Leute sind alle woanders. Die sind in China, die leben in Russland. Überall, nur nicht hier. Diese Wohnungen stehen leer. Die Stadt ist voll, genau. Und das wird generell, sage ich ja auch, rund um gewisse Länder, die in ein paar Jahrzehnten so heiß sind, dass man nicht mehr dort leben kann, die werden halt alle dahin kommen, wo es angenehm ist. Heißt, es wird noch voller, es wird einfach enger und voller. Und das wird noch eine interessante Entwicklung werden mit Wohnungen. Kurzer Disclaimer vorweg und ich denke, dass ich das leider an dieser Stelle anmerken muss, bevor wütende Berliner in die Tastaturen hauen und schreiben, du scheiß Zugezogener, du bist Teil des Problems. Freunde, ich bin 1999 mit meinen Eltern nach Berlin gezogen. Ich glaube, da sind viele meiner Zuschauer noch nicht mal geboren worden. Zudem bin ich hier einen wichtigen Teil meines Lebens aufgewachsen und zur Schule gegangen, später auch hier studiert. Das heißt, ich zähle Berlin schon so als meine Heimatstadt. Ja, und dafür sollte sie es ja auch gar nicht rechtfertigen müssen. Vor allem, wie viele Leute gehen nach Berlin, weil halt dort auch einfach alles ist. Also Berlin und Köln, alle Veranstaltungen, alle Events, alle Firmen sind in Berlin und Köln und deswegen ziehen auch viele Leute nach Berlin, weil sie dort halt auch Arbeit finden. Aber Leute, auch wenn man hier nicht geboren wurde oder aufgewachsen ist, geht es doch schlussendlich darum, was man später als Individuum, als seine Wahlheimat wählt, oder? Ich verstehe den Frust der Ur-Berliner. Trotzdem sollte man doch niemandem verwehren, in dieser Stadt zu leben, der in dieser Stadt leben möchte, oder? Denn am Ende lebt Berlin ja auch von seiner Vielfalt. Naja, anyways, Berlin hat sich über die Jahre verändert. Denn Berlin ist eigentlich immer, schon auch seit 99, so ich hierher gekommen bin, im ständigen Wandel. Stadtteile wie Neukölln zum Beispiel werden nun von genau den Hipstern gentrifiziert, die davor noch dagegen demonstriert haben oder immer noch demonstrieren. Aber auf den Flat White mit Hafermilch will man jetzt auch nicht verzichten. Und so merken sie noch nicht mal, während sie an ihrer Hafermilch schlürfen, wie sie Stück für Stück die Ur-Berliner Bäckereien und Cafés über die Jahre vergraust haben. Welche jetzt? Wie heißen die Kollegen? Hipster. Wer ist das? Aber es ist halt einfach Hipster. Edgy Vibe in Neukölln zu leben und nicht wie so ein Mitteschnösel in so einem 3000-Euro-Loft am Rosenthaler Platz und dann wahrscheinlich in irgendeinem Coworking-Space die 10. Dating-App zu erfinden. Oder auch wie in Prenzlauer Berg, denn der wurde über die Jahre mit einer Flotte an Kinderwagen überrollt, deren Einzelwert dem eines durchschnittlichen Gebrauchtwagens entspricht. Gilt nicht der Prenzlauer Berg auch ein bisschen als der Schwabenberg? Es gibt doch in Berlin einen Part, wo ganz viele Schwaben leben.
An alle, die das wissen, schreibt es mal in die Kommentare. Denn let's be honest, Leute, Prenzlauer Berg ist eigentlich auch nur München im Öko-Look mit einem Lastenfahrrad. Kein Wunder also, dass die derzeit teuerste Wohnung Deutschlands nicht irgendwie in München oder Düsseldorf steht, sondern genau hier in Prenzlauer Berg. Leute, 550 Quadratmeter. Also das ist ja schon so viel Platz. Ich merke zum Beispiel auch, wenn man mal so auf unsere Eltern oder Großeltern schaut, die dann teilweise da zu zweit leben in einem großen Haus, wo die ganzen Kinder sind raus, es ist so viel ungenutzter Platz. Klar, wenn du Kinder hast, brauchst du Platz, definitiv. Und zu eng ist auch nicht geil. Aber man sieht halt trotzdem einfach gegen später, wie groß eigentlich die Wohnfläche ist, die man hat und wie wenig man davon nutzt, wenn man gerade mal auch so auf die ältere Generation schaut, die sich natürlich auch hart erarbeitet haben und deswegen auch das Recht haben, diese Häuser zu besitzen. Das ist ja so das Nächste, finde ich am schlimmsten, wenn die Leute, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, um sich ihren Traum zu erfüllen, sich dann ihre Häuser nicht mehr leisten können, weil alles so teuer geworden ist und dann das am Ende noch verkaufen müssen. Der einzige Unterschied ist, dass wir uns den Reichtum hier nicht nach außen anmerken lassen. Es ist halt einfach für jeden was dabei in dieser Stadt und deshalb sind nicht nur die Trendbezirke voll, nein, die komplette Stadt ist einfach randvoll, Leute. Allein 2022 kamen 77.000 Menschen nach Berlin. Damit wir das kurz verbildlichen können, also ungefähr eine Stadt in der Größe von Bamberg oder Marburg ist innerhalb von einem Jahr dazugekommen. Noch krasser wird es aber, wenn man sich den Einwohnerzuwachs der letzten 10 Jahre anschaut. Seit 2013 sind einfach, und jetzt haltet euch fest, 450.000 Menschen nach Berlin dazugekommen. Das muss man sich kurz mal vorstellen, denn das alleine wäre schon eine Stadt wie Duisburg oder Bochum und damit schon Platz 16 der einwohnerstärksten Städte in ganz Deutschland. Also eine Riesenstadt einfach hierher gezogen. Und das merkt man auch. Ich fahre durch die Stadt und alles ist voll. Voll, voll, voll. Überall. Menschen, soweit das Auge reicht. Ja, ich muss auch sagen, ich hasse es mittlerweile auch, in die Stadt zu gehen. Ich gehe so selten in die Stadt, weil es einfach an Wochenenden voll ist. Es ist selbst um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr unter der Woche schon voll. Es ist einfach voll überfüllt. Es macht keinen Spaß. Es nervt. Und ich glaube, das fühlt ihr alle sehr. Deswegen, ich bevorzuge immer Land. Ich will auf dem Land leben. Ich will von einer Kuh geweckt werden, als anstatt von irgendjemandem, der gesoffen hat und draußen auf der Straße rumschreit. Und dass es hier so voll ist, wird auch noch von dem Fakt unterstrichen, dass es in Berlin kaum Leerstand gibt. Also der Wohnraum, den es hier gibt, der wird auch genutzt. Also haben wir abnormal viele Leute, die jährlich hierher ziehen und kaum Leerstand. Und durch die hohe Nachfrage und kaum Angebot steigt natürlich auch dementsprechend der Preis. Genau, eben. Du kannst als Vermieter dann machen, was du willst. Der Mangel an Wohnungen bei steigender Nachfrage in Berlin treibt die Mieten in die Höhe. Kein Wunder also, dass die Mietpreise in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind. Berlins ewiges Motto mit arm aber sexy trifft, wenn man sich die Mietpreise anschaut, irgendwie nicht mehr ganz so zu. Lange Jahre war Berlin nach der Wiedervereinigung eine der wenigen europäischen Hauptstädte mit bezahlbarem Wohnraum. Doch damit ist es längst vorbei. Denn das, was Berlin mal so anziehend für Kreative und Künstler gemacht hat, weil die Mieten sind hier ja noch so erschwinglich, das ist halt verrückterweise vorbei. Denn Berlin ist mittlerweile direkt nach München die Stadt mit den höchsten Mietpreisen. Ach krass, ich dachte Stuttgart. München, Berlin, Frankfurt, Freiburg, Stuttgart. In Deutschland. In Berlin nimmt die Preissteigerung aber ganz andere Ausmaße an als in anderen deutschen Großstädten. Von 2002 bis 2022 sind die Berliner Mieten um 159% gestiegen. Es gibt einfach zu viele Menschen für zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Ja, und das Problem ist, dass die Gehälter halt nicht mitsteigen. Ja, und statt das Problem mit mehr Angebot entgegenzusteuern, indem man mehr Wohnungen baut zum Beispiel, hat Berlin einfach mal wieder Berlin-Dings gemacht. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, Deutschland streitet weiter über den Berliner Mietendeckel. Später siegt der DDR oder doch Notwehr gegen Mietwucher. 2020 wurde dann in Berlin der Mietendeckel eingeführt. Der sollte die Mieten nämlich in einem bezahlbaren Rahmen halten. Also wurde wirklich eine Art Deckel auf die Preise gesetzt. Dieses bundesweit einmalige Gesetz sieht Obergrenzen vor und sollte die Mieten von fast 1,5 Millionen Wohnungen für 5 Jahre einfrieren. Ziel des Deckels war es eben, den Wohnungsmarkt zu entspannen und das Wohnen in Berlin auch wieder erschwinglicher zu machen. Für die meisten Mieter in Berlin war das natürlich ein Jackpot, weil die meisten hatten auf einmal wesentlich
wesentlich günstigere Mieten am Start. Vor wenigen Wochen freuten sie sich über die Post des Vermieters, der eine Mietsenkung von monatlich 200 Euro ankündigte. Bei den Vermietern wiederum kam der Deckel natürlich eher so semi an. Statt der 1049 Euro Kaltmiete darf sie jetzt nur noch 800 im Monat nehmen. Dabei zahlt sie allein für den Kredit fast 800 Euro. Eine Rechnung, die nicht mehr aufgeht. Ja, das ist halt das Schwierige, ne? Wenn du halt was wo wegnimmst, fehlt es wieder jemand anderen, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, um vielleicht mal den Luxus zu haben, eine Wohnung vermieten zu dürfen und dann zu sagen, geil, ich habe einfach im Monat meine Einnahmen. Und dann hast du aber trotzdem Kosten und auf einmal fällt es für dich auch weg. Und oder wenn irgendwelche Kosten für die Wohnung eben anfallen, mit denen du nicht rechnest, weil irgendwas kaputt geht. Also das ist halt das Schwierige. Deswegen, ich sage, ich würde nie in der Politik arbeiten wollen. Du machst ein Stellschräubchen und dann strömt überall anders das Gas aus. Weil ich ansonsten das nicht mehr finanzieren kann. Ja. Diese Wohnung hier mit sämtlichen Nebenkosten, Verwalterkosten, Grundsteuer und ähnliches muss durch die Miete gedeckt werden. Ja, das kommt ja noch dazu. Und ich glaube, auch die Einnahmen versteuerst du. Aber gut, die Stadt hat halt für den Mieter und nicht für den Vermieter gehandelt. Dann lass uns doch mal die Perspektive des Mieters einmal genauer anschauen. Ich finde, das ist halt immer das Schwierige. Da müsste man halt jetzt natürlich nach Einzelfällen gehen. Gerade ihr wäre es jetzt eher besser, wenn sie die 200 Euro mehr bekommt. Ist halt schwierig, weil der Mieter zahlt dann wieder 200 Euro mehr. Bei anderen Leuten, die halt übel viel Kohle haben, die es nicht juckt, finde ich es okay. Aber du kannst halt nicht auf Einzelfälle eingehen, weil es einfach zu viel Arbeit wäre. Aber das ist auch wieder so ein Prinzip, wo ich sage, finde ich gut für die Mieter, aber für Vermieter wie sie eine ist, tut es mir leid. Für jemand, der 100 Wohnungen besitzt, ja, mei, die Person wird genug Geld haben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schafft der Mietendeckel denn, was er verspricht und entspannt den Berliner Wohnungsmarkt? Schafft er bezahlbare Mieten und mehr Wohnraum? Naja, für mehr Wohnraum brauchen wir zunächst mehr Leute, die bauen. Aber Investoren waren natürlich zunächst von dem neuen Gesetz abgeschreckt. Und so zogen sich Genossenschaften und Investoren aus Bauprojekten zurück. Wir können zwar den Preis deckeln, aber die hohe Nachfrage an Leuten, die hierher ziehen wollen, können wir nicht einfach deckeln. Wenig Angebot, viel Nachfrage. Daran hat der Mietendeckel nichts geändert. Umso dämlicher war es dann, Leute, dass das Angebot für Mietwohnungen, was ja eh schon viel zu gering war, durch den Mietendeckel noch geringer wurde. Demnach ging das Angebot von Wohnungen, für die der Mietendeckel gilt, in Berlin um 58,9% zurück. Ein klares Indiz für eine heftige Nebenwirkung des Mietendeckels. Und welche Mieter haben besonders vom Deckel profitiert? Kannst du dir nicht ausdenken? Die Millionäre haben davon profitiert, die sich ja eigentlich die teuren Wohnungen leisten könnten. Also die sich das vorher leisten konnten, eine Wohnung für 2.000, 3.000, 4.000 Euro zu mieten, die profitieren davon. Ja, das ist halt genau das, was ich halt meine, dass man da halt einfach schaut, für wen lohnt sich das und für wen halt nicht. Wenn Sie so wollen, die Millionäre am kaufesten dann, ja, das ist so. Macht einfach total Sinn. Vor allem wollen ja noch mehr Leute dann durch diese Schnapperbedingungen hierher ziehen. Das heißt, die Nachfrage wird dadurch noch größer. Aber auch als Mieter zu dieser Zeit war es jetzt nicht so, dass man das gesparte Geld für andere Dinge ausgeben konnte, denn die Warnung war ganz klar. Der Deckel stand auf Kipp und das gesamte gesparte Geld kann jederzeit wieder zurückgefordert werden. Für Wohnungen in der Hauptstadt galten zuletzt mitunter recht komplizierte Mietverträge. Sie enthielten nämlich zwei Mieten. Und so war einfach eine komplette Millionenstadt einfach komplett lost. Eine Zitterpartie für hunderttausende Berliner Mieter. Ein Jahr später dann kam der endgültige Beschluss. Surprise, surprise. Der bundesweit einmalige Vorstoß ist verfassungswidrig. Das Land Berlin war dafür nämlich gar nicht zuständig. Auf Mieterinnen und Mieter könnten jetzt Nachzahlungen zukommen. Oh Gott. Am Ende wurde einfach niemandem damit geholfen, denn hoffentlich hast du das Geld zur Seite gelegt, um es wieder zurückzahlen zu können. Naja, und auch wenn du die Mieten senkst, hast du dadurch ja nicht mehr Wohnraum geschaffen und irgendwer muss das ja auch bezahlen. Und während Berlin erstmal damit beschäftigt ist, Großinvestoren abzuschrecken, Gabi Gottwald hat den Mietendeckel mitinitiiert, um Großinvestoren abzuschrecken. Hat immer noch niemand eine Lösung für das Kernproblem der Wohnungsnot gefunden, nämlich dem Wohnungsmangel. Weil am Ende ist immer noch der Hauptgrund für die Preissteigerung auch die extreme Nachfrage durch zu wenig Angebot. Zu wenig Angebot heißt, wir haben zu wenig Wohnungen. Wohnungen befinden sich in Häusern. Häuser kann man bauen. Vielleicht sollten wir, ganz wilder Vorschlag, Leute, vielleicht sollten wir mehr bauen?
Ja, Problem war halt, wie gesagt, auch Corona, wo vieles nicht lieferbar war, viel zu teuer war, dadurch Bauträger pleite gegangen sind, weil Holz auf einmal 15 Mal mehr gekostet hat und alles. Und das ist so das nächste große Problem, ne? Das, was man alles bauen wollte, ging halt oft auch nicht in den 2, 2,5 Jahren. Und es ist ähnlich wie in vielen anderen Produktionen, sei es Film, Serien oder Spielindustrie, dass erst jetzt langsam wieder damit angefangen werden kann, weil die Zeit von Corona alles verlangsamt hat oder beziehungsweise auch auf Eis gelegt hat und viele Bauträger sind, wie gesagt, einfach pleite gegangen. Wenn ich sage, was wir hinkriegen wollen, ist jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen und damit nicht aufzuhören, dann ist das nicht unlösbar, sondern etwas, was man anpacken muss. Ja, da hast du recht, Olaf. Ich finde auch, das sollten wir echt mal anpacken. Schauen wir mal, wie gut wir das bis jetzt angepackt haben. Gescheit. Schlecht gealtert. Das ist auch ihr Versprechen. 400.000 neue Wohnungen. Schon 2022 wurde das deutlich verfehlt. Jetzt halt jetzt die Frage, hat das was mit Corona zu tun oder nicht? Vielleicht könnt ihr es mir beantworten, aber sicherlich auch. Perspektivisch sieht es in den nächsten Jahren sogar noch schlechter aus. Und dennoch, mehr Häuser zu bauen und so mehr Wohnraum zu schaffen, ist die einzig realistische Möglichkeit, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und vielleicht auch die Rettung in Anbetracht der Mietpreise. Erinnern wir uns allein an die 77.000 Menschen, die im Jahr 2022 nach Berlin kamen. Wollte man den Markt wirklich entspannen, bräuchte man laut der Berliner Senatsverwaltung rund 100.000 neue Wohnungen und das möglichst schnell. In Berlin fehlen rund 100.000 Wohnungen, neu gebaute Wohnungen Mangelware. Tja, aber leider ist das mit dem Bauen auch leichter gesagt als getan derzeit. Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau in Deutschland sind nicht einfacher geworden. Denn fehlende Fachkräfte, hohe Materialkosten, steigende Energiepreise und Inflation sind vielen Bauunternehmern in Berlin ein Dorn im Auge. Das Bauen ist so teuer geworden, dass es keiner mehr anfasst. Aber Berlin ist auch vielleicht einfach die falsche Stadt, wenn es um erfolgreiche Bauprojekte geht. Insgesamt gab es 7 Eröffnungsversuche. Vergebliche, versteht sich. Denn einfach mal bauen, so wie ich das vor so 3 Minuten gesagt habe, ist hier halt auch nicht. Habe ich auch letzte Dokumentation gesehen von Leuten, die haben sich eine Wohnung gekauft, vom Mund abgespart, jahrelang gespart und jetzt wird diese Wohnung nicht fertig und die wissen auch nicht, ob die überhaupt fertig wird, weil der Bauträger pleite ist. Überlegt ihr das mal. Denn natürlich braucht man in Deutschland erstmal Genehmigungen und das Ganze muss sich ja auch finanziell lohnen und beides sieht halt einfach gerade etwas schwierig aus. So sagt der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, ich zitiere, es wird nicht mehr gebaut, weil es unter den aktuellen Rahmenbedingungen schlicht nicht mehr geht. Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen seien vor allem auf 3 Dinge angewiesen, nämlich Planungssicherheit, Vereinfachungen und wenn Deutschland eins nicht gut kann, dann sind es Vereinfachungen und Augenmaß. An allem hat es gefehlt und fehlt es immer noch. Manche Experten gehen sogar so weit und sagen, bezahlbarer Wohnraum kann in Berlin gar nicht entstehen. Es ist nahezu unmöglich, ihn zu schaffen. Die Preise sind viel zu hoch, hinzu kommen Zinsen, keiner kann es sich leisten zu bauen. Es ist ja aber auch alles teurer geworden. Also jetzt nicht nur irgendwie Strompreise, es ist ja Inflation, es sind Materialkosten, es ist alles teurer geworden. Aber nicht nur die Preise fürs Bauen stehen dem Wohnraum im Weg, sondern natürlich auch, Leute, die gute alte deutsche Bürokratie. Bauen ist nämlich in Deutschland total überreguliert, natürlich. Und es gibt hier, ich zitiere, 25.000 Bauvorschriften, während es in den Niederlanden nur etwa 9.000 gibt. Oh Gott, ja. Oh Gott, ein Onkel von mir wollte mal in einem schwäbischen Dörfle ein sehr schönes Haus bauen und das hat er abgebrochen, weil es gab so viele scheiß Vorschriften, dass er gesagt hat, da blickt ja keiner mehr durch und er hatte so viele Dinge, die er ändern musste. Und dann hat er das Ganze abgebrochen und der Architekt hat aber trotzdem schon das Geld bekommen, weil die Planung war alles schon auf dem Papier, aber das hätte keinen Sinn gemacht. Also das ist auch was, was glaube ich alle von uns ankotzt, die Bürokratie, wie viel Sachen einfach nicht online gehen, dass du teilweise beim Amt 3 Monate später einen Termin bekommst, dann Glück haben musst, dass du überhaupt drankommst, weil so viele Leute an demselben Tag auch einen Termin haben, diese Termine an der Uhrzeit sind, wo du eigentlich in der Arbeit bist. Heißt, du musst dir für diesen Termin extra frei nehmen und die Sachen online nicht gehen. Ey, das hat mich teilweise so genervt. Ich musste mich in letzter Zeit wieder damit ein bisschen rumschlagen. Das ist ja furchtbar. Deutschland könnte Bauen einfacher, schneller und lukrativer machen, ohne dass die Mieter das am Ende ausbaden müssen. So dauert es ja oft mehr als 1 Jahr, um eine Baugenehmigung zu erhalten und 3 bis 5 Jahre für einen Bebauungsplan. Deutschland steht sich mal wieder selbst im Weg. Einfach zu busy mit Genehmigungen und Bürokratie, während der Rest der Welt einfach sowas auf die Beine stellt. Ja, oder China innerhalb von 4 Tagen ein ganzes Krankenhaus baut.
Ja. Denn nicht nur in Berlin, das ist ein deutschlandweites Problem, denn in vielen anderen Städten in Deutschland sieht es derzeit ähnlich aus. Ich weiß die genaue Lösung des Problems auch nicht. Es gibt halt Städte wie Wien oder Singapur, die beide komplett unterschiedliche Lösungsansätze haben und trotzdem beide für sich gut funktionieren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ansatz für Berlin oder andere deutsche Städte ist, aber eins haben Wien und Singapur gemeinsam. Wien hat vor 100 Jahren auf eine umfassende Stadtplanung gesetzt und Singapur vor über 60 Jahren. Beide Regierungen haben Wohnungsbau als soziale Verantwortung gesehen und beide sind vor allem auf eine langfristige Lösung ausgerichtet gewesen. Denn am Ende fordert das Problem des Wohnraummangels in deutschen Städten eine umfassende, langfristig koordinierte Strategie mit verschiedenen Ansätzen. Was mich in Berlin einfach prinzipiell stört, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass hier langfristig genug gedacht wird. Ich meine, wir haben einfach gerade eine Wahlwiederholung in Berlin, weil der Wahltag am Tag des Berliner Marathons gelegt wurde. Vielleicht auch mal mehr den politischen Konsequenzen langfristig bewusst werden und vielleicht solltet ihr auch mehr Wohnungen statt einen riesigen Amazon Tower, der überhaupt nicht ins Stadtbild passt, genehmigen. Keine Ahnung. Ach, ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich will doch einfach nur in eine größere Wohnung ziehen. Und bis dahin vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr nichts mehr von meinen Wohnungsstories verpassen wollt. Und checkt unbedingt meinen Podcast Nieren und Bubble Tea aus, denn dort gibt's den neuesten Internet-Tea jede Woche frisch auf die Ohren aus meiner Einzimmerwohnung auf Spotify und Apple. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ja, sehr gutes Video. Lass auf jeden Fall lieber einen Daumen nach oben da. Originalvideos unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, was ist deine Meinung dazu? Suchst du eine Wohnung? Hast du eine? Möchtest du umziehen? Findest keinen Wohnraum? Hast du sogar das Glück, dass du eine vermieten kannst? Wie geht's dir als Vermieter? Wie geht's dir als Mieter? Hast du sogar das Glück, ein eigenes Haus zu besitzen und sagst, da ist aber auch das und das wieder so ein Bedenken muss? Grundstücksteuer und alles so teuer. Bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Ich glaube, das Problem wird in Zukunft nicht besser werden. Ich glaube tatsächlich, dass man eben lernen muss, auf engen Wohnraum mit vielen Menschen künftig zu leben. Es werden nicht weniger, es werden immer mehr, auch über die nächsten Jahre. Und da kommen halt viele Länder teilweise wirklich nicht hinterher, wenn man bedenkt, wie viele Menschen es gibt, wie viele Menschen keine Wohnung haben, wie viele Menschen eine wollen und noch keine haben. Ja, ich bin gespannt und wir sehen uns gleich unten in den Kommentaren. Schwieriges Thema. Falls ihr eine Wohnung sucht, ich wünsche euch ganz viel Glück. Und falls ihr eine Wohnung vermietet, wünsche ich euch ganz viel Glück für tolle Mieter.